Namaste. 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 Willkommen zum 19. Tag unserer Reise. Wir werden uns weiterhin der Qualität des Mitgefühls widmen mit dem Mantra Om Mani Padme Hum. Das ist vielleicht eines der berühmtesten Mantras. Om Mani Padme Hum bedeutet, gepriesen sei das Juwel im Lotus. Mani ist das Juwel. Padma ist der Lotus. Lotus ist das Symbol für Weisheit. Dies ist ein Mantra, das Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des Mitgefühls, gewidmet ist. Sein Name ist Chenrezig auf Tibetisch. Dies ist wahrscheinlich das am meisten gechantete Mantra der tibetischen Buddhisten. Man findet es auf den Gebetsfahnen und den Gebetsmühlen. Und wir möchten eine Übersetzung seiner Heiligkeit des Dalai Lama, dieses äußerst wirkungsvollen Mantras, mit euch teilen. Es ist besonders gut beim Rezitieren des Mantras Om Mani Padme Hum an seine Bedeutung zu denken, denn die Bedeutung dieser sechs Silben ist großartig und gewaltig. Die erste Silbe Om symbolisiert den unreinen Körper und Geist und die unreine Sprache des Praktizierenden. Sie symbolisiert jedoch auch den reinen, erhabenen Körper und Geist und die reine Sprache eines Buddhas. Durch die nächsten vier Silben wird der Weg angezeigt. Mani, was Juwel bedeutet, symbolisiert die altruistische Absicht, erleuchtet, mitfühlend und liebevoll zu werden. Die beiden Silben des Wortes Padme, das Lotus bedeutet, symbolisiert Weisheit. Reinheit wird durch eine unteilbare Einheit von Methode und Weisheit erreicht, was durch die letzte Silbe Hum symbolisiert wird, die auf Unteilbarkeit hinweist. Die sechs Silben von Om Mani Padme Hum bedeuten also, dass wir in Abhängigkeit zur Ausübung eines Wegs, der eine unteilbare Einheit aus Methode und Weisheit ist, unseren unreinen Körper, Geist und unsere unreine Sprache in den reinen, erhabenen Körper, Geist und die Sprache eines Buddhas transformieren können. Wir werden zusammen mit den Güto-Mönchen die tibetisch-buddhistische Version dieses Mantras chanten, die Om Mani Padme Hum ausgesprochen wird. Sie werden wieder mit einer Anrufung beginnen und dann können wir mit einstimmen und 108-mal das Mantra Om Mani Padme Hum wiederholen. Lass uns die Augen schließen und uns von den Güto-Mönchen auf eine Reise in das Mitgefühl und die Erleuchtung mitnehmen lassen. Wir konzentrieren uns dabei wieder auf das Herzzentrum, dem Zentrum von Liebe und Mitgefühl. Straighten our spine, if we can. Lass uns, wenn möglich, mit geradem Rücken sitzen and take in a deep breath. Und tief einatmen. Indem wir erkennen, dass das Chanten selber das Ziel ist, können wir umso mehr Freude in das Chanten selbst hineinbringen. The more joy we receive. Und umso mehr Freude werden wir empfangen. Om Mani Padme Hum. Mama, 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 mama
Taking a moment to continue our contemplation on compassion. Lass uns einen Moment weiter über Mitgefühl nachdenken. Maybe that. Und vielleicht inspiriert uns das zu einer Handlung aus Mitgefühl, die wir jemandem entgegenbringen könnten. Etwas, das wir bislang nicht getan haben. Sei es aus Schüchternheit, Zeitmangel, oder aus Mangel an Aufmerksamkeit. Mitgefühl, das sich aus einem Gefühl der Einheit ergibt. Dem Gefühl, dass wir eine menschliche Familie sind, aus Brüdern und Schwestern, die sich gegenseitig auf dem Weg helfen. Die aufeinander aufpassen und füreinander sorgen und die sich gegenseitig unterstützen. Genieße in diesem Sinne den Rest deines Tages und morgen kommen wir wieder zusammen. Namaste. Namaste. Thank you.